Hallo, ihr rätselfreudigen Gamer da draußen und herzlich willkommen hier zu Bridge Constructor Portal. Ihr denkt euch, Bridge Constructor? Kenne ich. Portal? Kenne ich. Aber was zum Teufel ist Bridge Constructor Portal? Ja, ein neues Spiel, das jetzt auf den Markt kommt und zwar als, ich sage jetzt mal, Fusion von den Brückenkonstruktionsspielen, die ihr vielleicht kennt, und von Portal, das ihr vielleicht kennt. Das bedeutet aber auch, und wir können es hier links unten schon erahnen, da wo meine Maus gerade eben ist, dass uns GLaDOS, oder auf Deutsch GLaDOS, die gemeine Computer-KI, gesprochen von Alan McLean, die wird uns hier aufs Dach steigen. Also genau dieselbe KI, die uns bei Portal versucht hat umzubringen. Und mit demselben Humor agiert auch dieses Spiel. Ich habe es schon mal angespielt, habe allerdings jetzt meinen Spielstand gelöscht, weil ich das Ganze euch hier natürlich nochmal zeigen möchte. Einfach nur, um, dass ihr euch darüber im Klaren seid, was hier für ein Humor am Start ist. Ich würde mal sagen, wir klicken jetzt mal auf Spielen. Und bevor ich das allerdings mache, sage ich nochmal Danke an Head Up Games für das zur Verfügung stellen des Steam-Codes, denn ich darf euch als einer derjenigen hier dieses Spiel hier vorstellen und natürlich wurde das Spiel selber mir dann kostenlos zur Verfügung gestellt. Ansonsten habe ich allerdings nichts bekommen. Das ist ansonsten jetzt hier einfach mein Freizeitvergnügen. So, dass das jetzt gleich mal am Anfang klargestellt ist. So, dann gucken wir mal auf Spielen. Da wacht jemand auf und geht vor und... Hallo, du willst also den Job als Chefaufseher der Aperture Science Vehikulären Hindernisüberwindungsinitiative? Was für ein Name, ey. okay, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit zu ändern. Ist noch eine andere Stelle frei oder... Ja, für die Wissenschaft! Och, ich frage mal, ob noch eine andere Stelle frei ist. Ja, als Prüfer für die Verbrennungsanlage. Lust auf eine Schnuppertour, aber... oh Gott. Alles klar. Okay. Sollen wir dieselbe Frage? Ich glaube, ich frage diesmal nicht nach einer anderen Stelle. Ja, für die Wissenschaft. Auf jeden Fall. Das ist die richtige Einstellung. Wir schätzen Leute, die Prinzipien haben. Solange es unsere sind. okay. Aber ich bin wahrscheinlich noch nicht drin. Lauto Protokoll. Bin ich dazu verpflichtet, dir jetzt eine Testfrage zu stellen? Was? Und das davor war keine? Bist du bereit? Warte. Wie wird die Frage lauten? Oder einfach nur ja. Wie wird die Frage lauten? Die Frage... Versuchst du etwa lustig zu sein? Okay, hier ist eine lustige Frage. Fällt ein Körper langsamer, wenn von unten warme Luft aufsteigt? Probier es aus und schick mir Rauchzeichen. Wow, wie gemein! Da stellt sich tatsächlich freiwillig Leute an. Okay, erstmal ja für die Wissenschaft. Und okay, und dann, ja, wir sind bereit für die Testfrage, denn wir haben ja gelernt, ne? Von empirischer Beobachtung. Alle, die was anderes gesagt haben, also die, alle einen, sind tot. Gut, was machst du, wenn dir das Leben Zitronen gibt? Ich mache Zitronenlimonade draus, das ist ja pragmatisch, oder? Ich verlange vom Leben, dass es die Zitronen zurücknimmt. Okay, das ist eigentlich eine geile Antwort. Das hat schon so ein bisschen was von Monkey Island oder so, ne? Ich nehme mal das. Taucht zufällig der Name Johnson in deiner Abstammungslinie auf? Das ist für einen Aufseher genau die Einstellung, die wir brauchen. Jetzt geh an deinen Schreibtisch und mach uns stolz. Oh, das war die richtige Antwort. Okay. Da bekommen wir so einen Helm. Cool. Den dürfen wir aufsehen. Wir werden nicht verbrannt. Yeah, yeah. Und die gehen alle gesenkten Hauptes. So. Das war jetzt eigentlich nur der Gag am Anfang. Denn das eigentliche Spiel ist, wie gesagt, ein Brückenkonstruktionsspiel. Am kuscheligen Schreibtisch sitzend und Baumagazin lesen, damit ist jetzt Schluss. Jetzt geht es los. Die Vorschriften des Enrichment Centers erfordern, dass alle Auszubildenden eine Reihe von Aufseher-Tüchtigkeitstests durchlaufen. Sei unbesorgt, während dieser Probezeit werden dir deine Gehaltschecks absolut sicher verwahren. Was? Na toll. Das heißt... Man kriegt das Geld erst ausgezahlt, wenn man nicht rausgeschmissen oder reingeschmissen wird. Yeah. Wir sollten also nicht verkacken. Du wirst nun einige Testkammern durchlaufen, in denen dein Bauwissen und deine Kombinationsgabe geprüft werden. Bist du bereit, dir deinen goldenen Chefaufseherhut zu verdienen? Was, der kann noch gelber werden? Ja, bin ich. Komisch, dass ich da kein Nein hatte.
So, und so sieht das eigentliche Spiel aus, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir im Bereich von Bridge Constructor. Das Ganze hier ist jetzt ein Tutorial und wir gucken uns das Ganze jetzt mal zusammen an. Meine erste Brücke. Hello and welcome back to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Geht's euch genauso wie mir, dass euch gerade eben das Blut in den Adern gefroren ist? Nur wegen dieser Stimme? Ja, hallo Gladys, schön dich zu sehen. According to internal provisions, all applicants must complete this test series for testing series tests. Was? Before we start, however, please note that serious injuries may occur. Was? Internen Bestimmungen zufolge durchlaufen alle Anstellungsbewerber die neu entworfenen Testreihe zum Testen von Reihentests. I don't get it. Ich verstehe es nicht. Bevor wir beginnen, denke jedoch daran, dass schwere Unfälle passieren können. Ach so. The Enrichment Center is proud to announce that your family will be notified in the event of a work fatality with no additional garnishment to your wages. Ah, sie werden meine Familie benachrichtigen, wenn mir was passiert. Schön. Your first task is to build a bridge so that a test vehicle can reach the test chamber exit. Okay, wir müssen eine Brücke bauen, also dass das Testfahrzeug hier rüberkommt. Ich meine, ihr könnt ja selber lesen. Ich werde es jetzt mal eine Zeit lang auch mit übersetzen, aber okay. First we need to remove the useless assembly left by your predecessor. And we don't mean their family. Was für ein Witz, ey. Oh, der war gemein. Also, zunächst einmal wird jetzt alles hier entfernt, was unser Vorgänger hier aufgebaut hat. Beziehungsweise was er hinterlassen hat. Und damit sind nicht seine Hinterbliebenen gemeint. Oh, was für fiese Witze. So, um ein oder mehrere Bauteile zu löschen, klicke doppelt auf ein Bauteil oder ein Verbindungsgelenk. Das können wir mal machen. Seht ihr, dann verschwindet das hier so. Man kann es auch so machen. Ich kann es aber auch so machen. Excellent. Your ability to destroy without question is quite impressive. Next, we will supplant a new construction using Aperture Science Convertible Scaffold Planks. Tja, wir sind einfach nur eine ganz stumpfe Söldnerseele, ne? ich habe ja schon im Kochvideo gesagt, im Backvideo quasi, zerstören ist meine Spezialität. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das hier nicht zu machen, wir können nur das hier machen. Das sind jetzt hier solche Stahlträger oder Gerüste. Baue das Gerüst für eine Brücke, so wie es die Linien anzeigen. Also das ist das Tutorial, wir machen jetzt halt einfach mal das, was uns gesagt wird. Mit links kann man da draufklicken, festhalten, bringt nichts. Man kann einfach nur dann hier quasi den Winkel sich überlegen, ihr seht, wie weit könnte das gehen. Wir machen es jetzt einfach mal dahin. Dann können wir direkt weitermachen. Zack. Zack, wegklicken, von unten nach oben. Das ist momentan unsere Aufgabe, das Ganze hier mal so zu konstruieren. The bridge still requires a roadway for the test vehicle to drive on. Fortunately, each Aperture Science convertible scaffold plank can be converted into a roadway and vice versa at any time. Genau, wenn ich jetzt hier draufklicke, das kommt jetzt hier, einfach draufklicken, dann entsteht jetzt hier eine... Also man kann es leider irgendwie nicht drehen. Also wir sehen es momentan nicht von oben. Aber ihr seht, es ändert sich. Es wird irgendwie massiver. Wir konstruieren dadurch jetzt eine Straße. Very good. Let a test vehicle run over your bridge to test it. Okay. It's rolling. Oh yeah. Jetzt sehen wir auch, dass es hier eine Straße geworden ist. Wie die hier winken, ey. Yeah, und das können wir auch gleich Konvoi machen, da gibt es auch gleich Punkte. Wir sehen auch, was es uns gekostet hat. Also man kann auch hier kostengünstig versuchen zu bauen. Und ich schätze mal, dass da später natürlich dann so eine Punktwertung entsprechend daraus resultiert, umso günstiger man baut. Also wenn man kreativ baut. Yeah, roll, 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 roll. Da sind ja gar keine drauf, die winken. Was ist mit denen passiert? Man weiß es nicht. Yeah, der Konvoi hat's geschafft. Gut, jetzt kommt das nächste hier. Auf und ab. Ja, das wird ein bisschen schwieriger hier. Welcome to Test Chamber 2. Ich freue mich immer, dich zu sehen. To overcome obstacles, you will often need to construct your bridge uphill or downhill. Ja, alles klar. This roadway leads uphill.
but is not suitable for vehicles. However, instead of destroying these components, we will modify their location. Okay, also wir sollen dieses Mal diese Dinger hier, die schon vorgebaut sind, nicht zerstören, sondern wir sollen sie einfach bloß verschieben, damit Fahrzeuge drüber fahren können. So, klicke auf ein gelbes Verbindungsgelenk und halte es gedrückt. Machen wir mal. Dadurch können wir es jetzt hier plötzlich, wie ihr seht, hier bewegen. Wir sehen auch quasi, dass es irgendwann mal zu weit geht, dann wird es rot. Also machen wir es jetzt mal so. Dann das müssen wir dasselbe hier machen. Draufbleiben. Und so. Very good. Now build the supports underneath. Genau, jetzt brauchen wir hier diese Pfeiler. Die machen wir dahin. Excellent. The first bridge is ready. Now we will construct a vehicle ramp for hurdling to the exit. Und ab jetzt hier wird's schon lustig. Hier müssen sie nämlich springen. Und wir können übrigens auch nur Sachen irgendwo hinbauen, wo halt auch wirklich solche Snap Points sind. Also ich kann jetzt hier nichts klicken, wie ihr seht. Erst hier kann ich das machen. Machen wir einfach mal. So, machen wir noch so. Und so. Also ihr seht, man kann es auch hier schön zickzack in einem einzigen Abwasch machen. So. Achso, ja, jetzt muss ich noch festmachen. So, jetzt können sie fahren, glaube ich. Was? Wir unterbrechen an dieser Stelle für eine unwichtige Mitteilung. Dies ist ein Menü. Was? Für eine unwichtige Mitteilung. Toll. Ja, ich kann ja die Konstruktion speichern. Super. Das ist für eine unwichtige Mitteilung. Wie doof ist das denn? Warte mal, ist das die Testen? Fahren. Ah, also ich hätte es auch erstmal testen können, okay. Und wird es schaffen, Geronimo? Wow, okay, geschafft. Das ist cool. Dann, ach, den Konvoi lassen wir mal. Oder, ach komm, was soll's. Den Konvoi machen wir. Das sieht einfach cool aus, wenn die da alle springen. Das Lustige ist, man kann davon ausgehen, dass in späteren Brückenkonstruktionen es durchaus wichtig sein wird, dass alle drüber kommen oder eben halt auch nicht. Weil, ja, man wird eventuell Schwingungen haben und so. Und wenn dann die Fahrzeuge davor zu viel Schwingung verursacht haben, dann schaffen das vielleicht die danach nicht mehr so gut. Daran muss man denken. Kammer 3, Quantentunnel. Und ab jetzt sind wir endgültig in Portal angekommen. Please observe this test chamber layout and note that it is impossible for the vehicle to reach its destination. Jo, es ist also unmöglich, dass diese Fahrzeuge hier bis da oben hinkommen, ne? Denn sie sind räumlich quasi voneinander getrennt. For this task, the test chamber will be enhanced with an Aperture Science Quantum Tunnel, or more commonly called a portal. Ein Aperture Science Quantentunnel. Oder salopp gesagt, ein Portal. Also wir werden jetzt hier mit Portalen arbeiten. The portal will open in 3, 2, 1. Das blaue und orange. Any vehicle that enters one side of the portal will instantly exit from the other side at the same speed. Okidoki. Also im Grunde, ich hatte gerade eben gesagt, alles was da reinfährt hier oder hier, kommt aus der anderen Seite. Entsprechend dann mit derselben Geschwindigkeit wieder raus. Your rapid progress has demonstrated that even the simplest employees can doodle a bridge, while our expert drivers handle the complex physics of navigating through portals. Dein schneller Fortschritt, der hat mich gerade beleidigt, ey. Jetzt ist allerdings weg. Baue als erstes eine Fahrbahn, okay. Ich durfte jetzt nicht mal die Beleidigung zu Ende lesen, Manu. So, zack, zack, zack. Very good. Testing procedure requires that this test will not allow supporting the bridge from below. However, we can use the construction attachment points above to suspend the bridge with Aperture Science multipurpose super cables. Was? Aperture Science Mehrzweck Superkabeln soll ich jetzt verwenden? Okay. Multipurpose super cables consist of tightly rolled shower curtains and can be stretched over long distances. Die Mehrzweck Superkabel sind ein Material, das besteht aus hochverdichteten Duschvorhängen. Und Sittlela. Okay. Alles klar. Dann machen wir mal das hier so. Also, perfect. Now send the vehicle through the portal. Don't worry. These intradimensional gates have been proven completely safe for custodial staff.
Ah, diese Tore sind absolut sicher für das Aufsichtspersonal. Cool. Jetzt geht's. Ja, winke, winke, ihr Leute. Please note, to protect valuable testing apparatus, vehicle drivers are not permitted to make contact with the deadly fluid on the chamber floor. Für die wertvollen Testgeräte müssen geschützt werden und die Testfahrer dürfen nicht in die tödliche Flüssigkeit fahren. Klar, das Leben ist wertlos für Gladys. Your employee photo will be provided in the vehicle driver's cause of death form in the event of your failure. Das? Unser Foto kommt in die Akte des verstorbenen Mitarbeiters. Das ist hardcore. So, okay, warte mal. Ach nee, jetzt muss ich irgendwie, glaube ich, das hier jetzt safe bauen. Das wird eine Nummer für sich, aber es müsste eigentlich gehen. Genau, das kriegen wir nämlich hin. Zack, 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 zack. Jetzt gucke ich mal, ob wir das nicht einfach so hinbekommen. Ich bezweifle... So, jetzt sehe ich es auch endlich. Ich bezweifle, dass das reichen wird. Was? Achso, ich... Moment. Ich wusste gar nicht, dass ich das hier so hinmachen kann. Aber egal. Ich denke, wir können das jetzt hier noch so machen. Das geht nämlich auch. Und dann versuchen wir mal unser Glück. Wahrscheinlich hätten wir es auch ohne machen können. Ach, wisst ihr was? Wir probieren es mal ohne. Wir machen es mal ohne. Vielleicht knackt es ja ein. Ich möchte einfach mal wissen. Was? Das ist von alleine so runtergefallen. Das war ungünstig. Hey, das ist gemein. Das ist... Verschwind... Nein! Okay. Wir haben gerade eben etwas gelernt. Dass das Spiel gemein ist. Das fällt halt wirklich erst dann runter. Ich hoffe, jetzt geht's. Ah, jetzt hält. Also es fällt immer in dem Augenblick runter, wenn ich dann quasi die Praxis anwende. Yay! Die halten sich also nicht mal selbst. Ah, ihr seht, was ich meine. Hier gibt's Schwingungen. Okay, und hier müssen auch zum Glück nur drei durchkommen. Halleluja. Das, also ich dafür machen wahrscheinlich dann wahrscheinlich testen, ne? Um zu gucken, ob es einfach runterfällt, ohne dass ein Auto fahren muss. Ah, da habe ich vielleicht gerade eben selber was gelernt. Warum sind die immer so übertrieben bemannt? Nächste Kammer. Farbenspiele. Multiple pairs of portals can exist at the same time. Okay, es können mehrere Portale gleichzeitig Entschuldigung, existieren. Das ist natürlich jetzt schwierig. Woher weiß ich, durch welches ich muss? One of them is leading to a deadly laser field. It appears red to discourage casual contact. Ja, total logisch, einen solchen Raum zu machen. Als Firma oder Wissenschaftseinrichtung. Okay, ein Portal führt in diesen tödlichen Laserraum. I am registering an increased heart rate and galvanic skin response. Obviously due to the fact that you are not able to tell which portal will lead the vehicles into the lethal deadlock. Ja, das könnte durchaus stimmen. dass ich jetzt hier gerade eben einen Herz- und Hirnstromausschlag habe, weil ich nicht weiß, welches Portal wohin führt, liebe Gladys. To compensate for your lack of clairvoyant abilities, we will alter the portal's spectral radiance. okay, das ist natürlich From sehr now nett. On, interlinked portals will always have matching colors. Okay, dann können wir jetzt einfach mal logisch darüber nachdenken, was passieren würde. Von nun an besitzen zusammengehörige Portalöffnungen immer die gleiche Farbe. Cool. So, also guck mal, wir kommen hier raus. Das heißt, wir haben dann entweder die Möglichkeit, zu gelb oder zu blau zu gehen. Wenn wir zu gelb gehen, kommen wir... Sie hat ja gerade eben gesagt, weil die zusammenhängen. Also das hier und das hier ist dasselbe, so wie das und das hier dasselbe ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterfahren will, dann würde ich hier rauskommen, dann da und dann komme ich automatisch... Ach komm, ich will das mal... Ich möchte das getestet haben. Ich möchte wissen... Ich bin jetzt so gemein. Ich möchte einfach wissen, wie das aussieht, wenn ich jetzt da versehentlich reinfahre. Das
Das möchte ich einfach wissen. Das müsste eigentlich schon reichen. Ich möchte aber wissen, was passiert, wenn die da reinfahren. Ihr wollt es doch bestimmt auch wissen. Gebt's doch zu. So. Straße, 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 Straße. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass die Dinge auch halten. Einmal. Zweimal, ja. Und das soll ich trotzdem hier noch festmachen müssen. Das würde ich aber mal, wir machen jetzt mal Test. Okay, beim Test hält's. Ah, warte mal, das teste ich mal ganz, ganz kurz mal was. Ich teste jetzt mal den Test. Ich mache jetzt mal das hier nochmal weg. Test. Oh, das hält. Dann fahren wir mal. Vielleicht fällt es ja doch nicht runter. Hui. Wow. Okay. Sind wir das hier? Ich bin der Meinung, das ändern wir. Also, wir wissen ja jetzt, was passiert. Wir wissen, dass es gar tödlich ist. Und nicht im Sinne des Erfinders. Also uns. Wobei, doch, kurzzeitig war es das schon. So, dann müssen wir jetzt hier irgendwie hochbauen. Machen wir jetzt erstmal hier die Straße hin. Und dann baue ich als allererstes natürlich sofort auch das hier dahin. Und das da dahin. Das ist die absolut sichere Variante. Wahrscheinlich wird es auch ohne gehen. Dann kommen wir da oben raus. So, dann mache ich jetzt mal hier die fröhlichen... ja, ich wollte schon sagen Stahlseile, aber es sind ja Duschvorhänge. Oh, das könnte ein Problem werden. Aber wir bekommen hier, glaube ich, eine ordentliche Portion an Geschwindigkeit. Und es wurde ja gesagt, dass die mit derselben Geschwindigkeit austreten, wie sie eintreten. Fahren wir mal. Und es rollt und winkt gar fröhlich. Ich habe vergessen, es in eine Straße zu verwandeln. Fällt ja da einfach runter. Und jetzt funktioniert es. Okay, Leute. Diese Dinger... Oh. Die Dinger haben ja hier ordentlich Schwung drauf gerade eben. Komm. Nächstes Level. Okay, Nummer 5. Bögen sollst du mögen. Bitte wett. This test chamber only has construction attachment points at the start and end of the roadway. Es gibt außer am Anfang und Endpunkt der Fahrbahn keine weiteren Befestigungspunkte. In such cases, the bridges must be self-supporting with arch scaffolds placed in a triangular formation. Ah, ja, hier solche Sachen. Also man baut jetzt im Grunde Stützsäulen auf. Solche Dreieckstützsäulen. We provided two bridges as structural reference. It should be a simple matter of copying this design to bridge the remaining gaps. Okay, ich soll jetzt einfach das Prinzip kopieren. Also ich werde dann da rein und würde dann schon hier rauskommen, um dann da durchzufahren und dann da. Okay. Also ich muss jetzt als allererstes mal... Moment. Zack, zack, zack. Und jetzt muss ich hier dieses Dreiecksprinzip hier einfach anwenden. So. Ja, das ist ja sogar noch supporting quasi, sage ich jetzt mal. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch wirklich hält. Selbiges Spielchen müssen wir natürlich hier spielen. So. Bis jetzt ist das jetzt nicht so schwer. Gladys lässt sich bestimmt noch was einfallen. Und überall sind Straßen. Okay, dann machen wir mal. Moment, halten die? Nein, sie halten nicht! Ich habe was vergessen, da oben den Querbalken. Oh, ich bin froh, dass ich es nicht gleich gemacht habe. Ja. So ist es sicherer. Aus irgendeinem magischen Grund. Testen? Ja, die halten sich jetzt gegenseitig. Ja, weil sie oben und unten... Und ja, genau, so ist es logisch. Dann fahren wir mal. Wenn man merkt, es macht schon Sinn, erstmal die grundlegende Konstruktion zu setzen. Boah, ey. Da kannst du schon ordentlich gaga werden. Wir machen jetzt hier mal den ganzen Konvoi. 2, 3, 4, 5 und 6. Zerstört wurde keiner zum Glück.
Ich glaube, das kann aber später noch passieren. Komm, hau noch rein. Es wird immer größer und komplexer. Kreuz und quer, ja, so sieht's aus. Please note the closed door before the exit. Da ist eine verschlossene Tür vor dem Ausgang. Okay. Ah, das muss ich mit irgendwelchen Kabeln arbeiten, oder? At least one vehicle must press the blue Aperture Science One Touch Super Button to open the door to the exit. Mindestens ein Fahrzeug muss hier drauf fahren, damit es überhaupt aufgeht. Wo führt das hin? Vehicle pads may cross when there are several portal pairs. But please don't panic, as this may distract the drivers. Wenn mehrere Portale vorhanden sind, können sich die Wege der Fahrzeuge kreuzen, aber gerade deswegen nicht in Panik, das könnte denn die Fahrer ablenken. Was? Okay, ich darf also nicht in Panik geraten. To compensate for a broad range of applicant ability, the Enrichment Center is required to provide all applicants, especially you, with useful advice. Okay, Sie wollen mir also mit nützlichen Vorschlägen zuhören. The advice for this test chamber is as follows. Build a stair exit. Very simple. Ja, ganz bestimmt. Das war so ein ganz, ganz toller Hinweis. Okay, also die fahren jetzt hier runter und werden dann entweder da hoch. Okay. Moment, ich habe eine These, wie ich das machen kann. Ich muss jetzt irgendwie da hoch machen. Aber ich brauche dafür... Halt, Sekunde. Aber ich brauche dafür ja nicht unbedingt... Ich kann das ja auch so machen, ne? Ich muss... Also das hier muss auf jeden Fall eine Straße werden. So viel ist klar. Das kann allerdings dann auch hier so unten sein. Das hier muss keine Straße sein. Wobei, Moment, ich muss mal näher ran. Kann ich das näher runter machen? Ja, das ist, glaube ich, der beste Punkt. Wenn die jetzt hier runterfallen, weil anders geht's ja nicht. Die müssen hier runterfallen, dann gehen die da rein, kommen dann von da oben wieder raus. Dann machen wir halt hier nochmal noch eine Straße hin, dass sie hier so ein bisschen drüber springen eventuell. Man kann es vielleicht sogar noch ein bisschen übertreiben. Gucken mal, ob wir es übertreiben können. Dass die so aneinander vorbeiflitschen, ne? Und dann machen wir dem Kollegen hier noch das daran. Ihr seht, ab jetzt wird's faszinierend. So kann man es, glaube ich, sehen. Das hier wird allerdings niemals halten, ohne eine solche Konstruktion. Dann muss ich das hier noch so machen. Ich teste mal, ob das hält. Das hält. Okay. Das heißt, also die sollen das herunterfahren, dann hier wieder rauskommen, dann fahren sie darüber, dann fahren sie so, dann kommt der hier wieder rum raus. Muss dann irgendwie da. Oh Gott. Ab jetzt wird es wirklich kreuz und quer. Dann müssen wir hier so bauen. Die sollen ja eigentlich. Ja, wobei eigentlich kann man das durchaus so machen. Wobei ich jetzt. Nein, genau, man könnte jetzt wirklich hergehen und sagen, nein! Nein, das hier muss weg. Nein, hallo? Das hier muss weg. Das hier muss etwas höher. Ich habe eine bessere Idee. Das hier muss weg. Hallo? Jetzt. Der muss nämlich irgendwie darüber schanzen. Der muss irgendwie darüber schanzen. Sonst geht's nicht. Und dann können wir noch das hier machen. Dann machen wir hier eine Straße draus. Hier muss eine Straße draus werden. Hier auch. Das hier auch. Dann können sie nämlich nicht runterfallen. Okay, die müssen nämlich einfach hier durch. Hier muss ich jetzt wieder... Oh Gott, so eine komische Konstruktion machen. Das hier muss ein bisschen darüber. Genau, dass ich hier die Verbindung hinbekomme. Das hier wird allerdings dann sowas hier. Hält das? So halb. Es hält so halb. Dann machen wir mal lieber hier nochmal eine Verbindung hin. Das dürfte jetzt halten. Okay, dann würde ich mal sagen, wir fahren mal.
Einer fährt. Der schafft das? Yeah! Okay, es haben nicht alle überlebt. Oh Gott, ist das schnell! Oh! Grenzwertig! Es war so grenzwertig, liebe Leute. Okay, dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal versuchen wir mal das ein bisschen besser aufzubauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ne? Wenn ihr wollt, seid dabei. Tschüss und ade.